Ich begrüße Sie zur Videoreihe zu meinem Buch Schnelleinstieg in die SAP-Produktionsprozesse. In diesem ersten Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Materialstamm im Modul Produktionsplanung um die Dispositions- und Fertigungsdaten ergänzen. Dazu starte ich die Transaktion MM01, die ich bereits in meinen Favoriten abgelegt habe. Im Selektionsbild tragen wir ein Material ein, das im Zuge der Grunddatenpflege bereits angelegt worden ist. Wenn wir jetzt Enter drücken, werden die Materialart und die Branche automatisch ausgefüllt. Weiter gelangen wir durch nochmaliges Drücken der Enter-Taste. Im nächsten Pop-up wählen wir die relevanten Materialstammsichten Dispo 1 bis 3 sowie Arbeitsvorbereitung und klicken auf den grünen Haken. Daraufhin werden wir aufgefordert, die Organisationsdaten auszuwählen. Hier geben wir das Werk 1200 und den Lagerort 0002 ein. In dieses Pop-up können wir auch ein Dispo-Profil eintragen. Nähere Informationen dazu finden Sie in meinem Buch in Abschnitt 2.1 zusammengefasst. Anschließend verlassen wir durch Klick auf den grünen Haken auch dieses Fenster und gelangen zur ersten ausgewählten Materialstammsicht. Die Disposition 1 enthält Daten zum Dispositionsverfahren und zur Losgrößenberechnung. Da das Material entsprechend den geplanten Bedarfen disponiert werden soll, wählen wir aus der Eingabehilfe des Feldes Dispo-Merkmal den Wert PD für plangesteuerte Disposition. Damit der Disponent später das Material in seinem Arbeitsvorrat findet, tragen wir im Feld Disponent den Schlüssel 000 für den zuständigen Bearbeiter ein. Als Losgröße stellen wir schließlich das Wochenlos ein, indem wir aus der Eingabehilfe den Wert WB wählen. Damit wird für das Material jede Woche ein Auftrag erstellt. Unter der nächsten Registerkarte wählen wir als Beschaffungsart die Eigenfertigung aus. Als Produktionslagerort geben wir den Lagerort 0002 an. Hier werden die Fahrräder nach der Montage gelagert. Die Produktion dauert ungefähr 2 Tage. Dies ist unsere Eigenfertigungszeit. Danach benötigt die Qualitätssicherung noch einmal einen Tag für ihre Freigabe. Diese Zeit erfassen wir als Wareneingangsbearbeitungszeit. Wir wählen noch einen Horizontschlüssel, um die Auftragseröffnung und Freigabe zu steuern und wechseln dann auf die nächste Registerkarte. Damit sich die Kundenaufträge mit den Planprimärbedarfen verrechnen lassen, geben wir die Strategiegruppe 40 Vorplanung mit Endmontage ein. Dazu ergänzen wir noch den Verrechnungsmodus 1 und ein Verrechnungsintervall von 5 Tagen. Das Profil für die Verfügbarkeitsprüfung ist automatisch belegt und muss nicht angepasst werden. Wenn wir die Registerkarte verlassen, fordert uns SAP zur Überprüfung der Verrechnungsintervalle auf. Diese Meldung können wir mit Enter übergehen. Auf der letzten Registerkarte Arbeitsvorbereitung wählen wir als Verantwortlichen für die Produktionsüberwachung den Fertigungssteuerer 101 und für die Steuerung der IT-Prozesse das Fertigungssteuerungsprofil PP01 aus. Wir beenden die Pflege des Materialstamms und speichern unsere Eingaben. Sie haben gerade gesehen, wie die wichtigsten Daten für die Produktionsplanung zu einem bestehenden Materialstamm ergänzt werden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses kleine Video gefallen und Sie können so die im Buch dargestellten Abläufe noch besser nachvollziehen.